Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Divinity Original Sin, der Enhanced Edition. Mit mir, dem Baldur von den Microwavern und auch heute wieder mit dabei, der Chris. Hi. So, wir wollen uns heute mit Victoria unterhalten, die dämonische Dame mit einer sehr knappen Rüstung. Und ja. die mich irgendwie an Diablo erinnert. Ja, sehr stark, oder? Es ja, so ein grüner Diablo mit mehr Brüsten. Ja, ist so, tut mir leid. Dann reden wir doch mal mit ihr. Ah. Okay, sie hofft, dass wir Freunde werden. Hoffe ich auch. Wer seid ihr, gute Frau? I'm Victoria, daughter of Mayor Cecil. Oh, I know what you're thinking. The likeness isn't exactly striking, is it? Ja, sie stellt sich schon als Tochter des Bürgermeisters vor, weiß aber halt eben, meint aber auch schon, sie sehen sich nicht ähnlich. Boah, ganz minimal, also vielleicht so ein oder zwei Details. Ja, ja. Oh, man merkt's kaum, ne? Genau. Ein bisschen mehr von der Mutter. Genau, genau. When I was very young, you see, I must have been cast out by my tribe. For I was found in a wicker basket floating past Sicile toward the sea. Oh mein Gott. Also es wurde ja gefunden. Also hat so ein bisschen was von Moses, oder? In einem Weidenkorb auf einem Fluss gefunden. Ja. The fishermen found me would have drowned me on the spot, for I am an orc after all. Ach, sie ist ein Ork? Ah, wirklich? Dear Cecil was among the gathered crowd, and he took pity on the exiled infant that chance had put in his way. Ist das? Sie ist eine Orkin. Sagt sie. Sie ist eine Orkin. Grau, okay. Haben Orks Schwänze? Habe ich bei den männlichen Orks, die wir bekämpft haben, gar nicht gesehen. He raised me like I was his own. This kindest of souls. Taught me the language of men, their customs and their letters. Thus, I became the city's librarian, a position I uphold with no small diligence and pride. Okay. Tja, sie wurde dann halt die Bibliothekarin. Ha, interessant. Hm, dürfen wir die Bücher aus der Bibliothek mitnehmen? Indeed, you may. The wisdom I here hoard is yours to peruse and even take with you. All I can ask is that you return the books you borrow, so that others may enjoy them too. Okay, also wir dürfen die Bücher lesen und sollen sie aber bitte wieder zurückbringen. Ich habe schon die Hälfte von der Bibliothek in der Tasche. Ja, dann ich bin mal weg und du liest die jetzt und machst sie wieder zurück. Zurück? Ich wollte sie nachher verkaufen. Also ich habe, was habe ich denn alles überhaupt aufgehoben? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe gerade ein Fertigkeitenbuch aufgehoben. Bond with Fluids, das ist bestimmt Fertigkeit oder irgendwas so. Feuerresistenztrank. Wir haben hier ein Fähigkeitenbuch des giftigen Schlags. Vergiftet euer Ziel. Erfordert Dolch. Ah, das ist was für einen Schurken. Die würde ich doch mal behalten dann. So, das haben wir gelesen. Das na, wollen wir behalten. Das kommt rein. Das da kriegen die Bär dort hier noch. Oh mein Gott. Leitfadenpyramidenanfänger. Ah, okay, das. Okay. Haben wir. Ihn. Viele. Okay. Oh, du hast aber einiges da gefunden, ne? Ja. Bin jetzt gerade mal ganz schnell alles durchgegangen. Ich habe jetzt zwar, die meisten sind einfach nur Skillbücher, wo man was Crafting lernt. Und haben jetzt nichts irgendwie mit Quests zu tun oder so. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Nicht schlecht. So, da ist noch ein Regal, das wir noch haben. Das ist leer. Okay, gut. Dann gehe ich mal runter und werde mal den Bürgermeister befragen. Wenn ich ihn denn finde. Ah ja, der Schrank ist einfach mal spontan aufgegangen.
Ah, da ist er ja. What? Oh, hello again. Please tell me how I can help you during your investigations. I know your so. Dann hier. Ihr wurdet als Verdächtiger im Mordfall Jake genannt. Jake? Murdered, you say? Oh, yes. Yes, of course. Now I remember. Well, I'm sure the facts will prove me innocent. Keep investigating. You'll see for yourselves in time. Okay. Wir sollen weiterforschen und seine Unschuld beweisen, aber mehr sagt er nicht dazu. Aha. Ja. Schön. Hast du irgendwas mit deinem Mikro gemacht? Nein. Du bist lauter wie vorhin. Ich hab's jetzt gar nicht bewegt. Okay, interessant. Aber erzählt mir von Victoria, der Ork-Bibliothekarin. Dear girl, my darling adopted daughter, my pride and joy. Hört sich so an, als wäre er wohl sehr stolz auf sie. I introduced her to my library when she was a girl. She quickly proved that the preconceptions we humans hold of orcs as savage beasts are patently false. Mhm. If you're looking for something special, just ask. She knows every book by heart. Papa's smart little cookie. Okay. Dann sind wir mal weg. Aber der sagt uns da nicht viel, ne? Das ist gut. Ich wollte jetzt hier gucken in seinem Zimmer, aber ich habe keinen Schlüssel gefunden. Ja, dann gibt es vielleicht einen Außenweg oder sowas. Außerdem haben wir ja noch andere Verdächtige. Dann gehen wir doch mal zu denen. Na? Those dark robed nuts really ruffle my feathers, sneaking around here at all hours of the night. Okay. Anscheinend sind irgendwelche dunkle Gestalten nachts unterwegs. Wird es überhaupt jemals nachts hier? Keine Ahnung. Oder? Also bis jetzt haben wir noch keine Nacht hier gehabt, oder? Bisher noch nicht. So, Aurelius war's. Ah, wir könnten noch zu dem Lehrling oder der Lingline des Doktors. Ah, hast du schon mit dem Hahn hier drüben geredet? Wo? Bei den Bilder. Hier. Nein. Oh mein Gott. Aha. Er muss sich konzentrieren. Okay. Was tut ihr? Ah ja, okay. Ist wohl ein bisschen eingebildet. Okay. Ich bin dann mal weg. Das nennt man, glaube ich, auch im Volksmund eingebildeter Gockel. Ja. Aber echt. Ah, hier unten ist ein Haus, das man aufmachen kann. Das ist ein Foltergerät. Das ist, was? Hä? Ja, hier direkt, hier unten. Ja, Junge, das ist der Doktor. Ah, House of Healing. Das ist nur der andere Eingang. Genau. Gar nicht gemerkt, dass so ein Foltergerät war. Doch, doch. So, da ist die Eva Maria. Reaction to the healing stone. I have no idea what to make of it. Was euren Heilstein betrifft. That strange reaction you caused. Blue lightning from a healing stone. I've never seen anything like it. And the stone looks different now, too. Like it's devoid of life. I begin to wonder if its magical properties survived your little reaction. Nein, hat er nicht, mit Sicherheit. So, ihr wurdet als Verdächtiger im Mordfall Jake genannt. Is that so? Well, I handled the corpse myself, indeed. But I hardly knew the man in life. I was shocked when Ahu asked me to come to the crime scene. But Celeron had taken ill,
and the responsibility fell to me. Na gut, okay. Das kann ja mal vorkommen. I arrived at the inn, where the body lay just where it had fallen. The injuries were like nothing I'd ever seen. A single intricate laceration wove like lace around every inch of his skin. Neither a beginning nor an ending point were discernible. I examined the corpse and recorded what information I could. Mhm, das hört sich sehr stark danach, dass sie sehr begeistert war, was auch das erklären würde, warum sie sich so gefreut hat. Ja klar, weil was Neues, ja. Was Spannendes ist, wie wir es vermutet haben. Genau. I personally delivered the corpse the short distance to the mortician's house. As far as I know, everything was, as far as a magical murder is concerned, quite normal. Ja gut, okay, das stimmt. Was man denn bei einem magischen Mord als normal bezeichnen kann, ist immer so eine Sache für sich. Also, das heißt auf jeden Fall, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das heißt auf jeden Fall, es erklärt auch, warum sie so aufgeregt und so spannend halt genau. War. Magischer Mord. Deswegen war auch bestimmt Aurelius so früh da. Weil er halt mitbekommen hat, dass das wohl magischer Mord ist mit seltsamen Wunden. Ne? Ja, denke ich auch. Also dann reden wir doch jetzt mal mit Aurelius nochmal. Bis jetzt die verdächtigste Person ist, glaube ich, eher der Captain, oder? Weil er einfach das Ganze abweist als gar nichts. Ja, das ist der Aurelius, der Hauptmann. Alter, da läuft man sehr warm. Ja, läuft einfach nur im Feuer vorbei. Guck mal, die ist rot geworden, ne? Ja, ja. Krass. Hier, Hühnchen, komm. Hier, Hühnchen, Hühnchen. Ah, ja. Will eine Pastete? Okay. Ist es nicht die Bestimmung eines Hahns, auf dem Teller zu landen? Huhns. Wir sollten es einfangen und zurück zum Koch bringen. Ich kann mit den Tieren reden. Außerdem ist das doch ein Hahn. Und kein Huhn. Übersetzungsfehler! No, it says chicken here. Also in Englisch sagt es chicken. Ja, not cock. Yeah, but, also im Deutschen ist es Huhn, ne? Also auch. Ja, ja. Das Problem ist aber, vom Aussehen her ist es ein Hahn. Ja, von dem Bild, ja, ja, ich weiß. Und er heißt Jack. Ah, stimmt, ja. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Deine Entscheidung, ich bin da automatisch auch reingezogen worden, das heißt, wahrscheinlich meine Antwort kommt danach. Ja, ja, also ich würde sagen, ich würfel das jetzt mal aus. Naja, okay, auch ein Hund hat das Recht zu leben. Ich werde wohl zum Vegetarier hier, seitdem ich mit Tieren sprechen kann. Pardon me, what a silly notion. For our legion troops, Rivalon's finest work up mighty fine appetite serving the seven. Also bei mir ist genau das gleiche. Ja, ja, stimmt, stimmt. Wir sollten ihn in Ruhe lassen oder nein, essen. Ja. Aber mir schmeckt Hähnchen, also ich bin dafür, dass Hähnchen gegessen werden. Okay. So. Also ich kann... Ah, okay, ja. Ich werde jetzt meine Meinung auf jeden Fall vertreten. So wie es wohl aussieht. Warum? Nee, du musst nur einfach 4 selektieren und dann ist das Ganze auch fertig. Ja. Stimmt. Na gut, wir machen es auf eure Weise. Zack, tot. Alter Schwede. Okay. Kriegen wir jetzt das Fleisch um Boden. Genau. Das können wir jetzt aufheben. Das können wir aufheben. Und ansonsten ist hier alles rot. Gut, ja, aber nur weil es rot ist. Oh. Ja, ja, ich bin weg. Ah ja, okay. Das war die Ratte. So. Aber ich wollte ja eigentlich
zu Aurelius. Wo ist er? Da war er, in dem Gebäude. Genau, dann reden wir mal mit ihm nochmal. Hallo. So. Lasst uns über Jakes Ermordung sprechen. Ihr habt diese lästige Sache noch immer nicht erledigt. Lasst uns über Jakes Leiche sprechen. Is taking a bribe in beleaguered old Sicile. Ah, what was he going to do with that gold? Buy the largest kipper in the land? Okay. Er ist wohl nicht sehr begeistert davon und hat angeblich nichts davon gewusst. Außerdem mit der Bestechung, was will er damit machen? Den größten Räucherviech im ganzen Land zu kaufen? Naja. He has a lot to answer for. But not as much as the one that did the bribing in the first place. I guess your mission is pretty clear, isn't it? Off you go to find this munificent body snatcher. Ach komm, du hilft uns auch wirklich gar nicht. Nee. Ich habe gehört, ihr wurdet beim Totengräber gesehen. Ja. Ja. Oh Gott. Ich habe aber keine Sympathie verloren. Ich rede. Kannst du nochmal mit dem reden? Ja. Über Jakes Ermordung, über die Leiche, kommt der gleiche Gespräch. Vielleicht hat der Bürgermeister Sissi etwas damit zu tun. If you lay the blame on a paraplegic cow. The man raised a foundling orc out of the goodness of his heart, you dolt. Ja, stopp. Er hat nicht. Wie heißt es nochmal schnell? Niemanden gemordet. Es ging darum, dass die Leiche gestohlen wurde. Ja. Naja, okay. Es wurde eine gewisse Eva Maria erwähnt. Evelyn? Evelyn? Nice lass, huh? Brewed me a potion once that cured me of a rash more bothersome than a badger down your breeches. No, she doesn't seem like the type to play hide and seek sniffs to me. Der mit Leichen verstecken spielt. Was auch nicht schlecht ist. So, ich bin dann mal weg. Okay. Dann bleibt eigentlich nur noch Esmeralda, die Frau von Jake. Mit der nochmal reden. Aber die Antworten, die wir da bekommen, die sind echt, Haben wir irgendwas? Wir haben wirklich keine Beweise für irgendwie. Für irgendwas, ja. Für irgendwas, außer dass wir wissen halt eben, dass die Leiche nicht da ist. Ja. Mann, das für ein Scheiß. Mann. So, ich lauf mal zu Esmeralda. Ja, ich guck mal nochmal in der Questreihe nach, in dem Questbook. Ja, mach das. Vielleicht haben wir da irgendwas verpasst. Oder übersehen. Ja, mach das mal, schau mal nach. So, ich bin dann jetzt bei Esmeralda und red jetzt mit ihr. Wo ist sie? Da ist sie. Zack. The Hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleep. Nee, tut mir leid, wir müssen leider Untersuchungen. Ah, mir ist zu Ohren gekommen, dass euer Mann einen sogenannten Sternenstein gefunden hat. Könnt ihr mir mehr darüber verraten? Starstone? I've never heard of such a thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his pastimes, nothing more. Okay, sie wusste, dass er Steine gesammelt hat, aber sie hat immer nur gedacht, dass es ein hundsgewöhnliches Hobby ist. Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Oh, this is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare into nightmare. Okay. Sie meint, das wäre zu viel für sie, wenn das wirklich an den Steinen gelegen hat und an den Stein, wegen den Steinen ermordet wurde. So, sprechen wir über den Mord an eurem Mann. Listen, if you're gonna accuse me of something, you would better find the evidence to back up your ridiculous claims. Okay, das war's dann. Mehr können wir nicht mit ihr reden. Was ist mit dem Soldaten neben ihr, der wo die da
voll mit ihr verliebt ist. Keine Ahnung. Aber Chris, da fällt mir gerade ein. Jawohl. Du könntest mal schauen, die Esmeralda hat noch. Ne, das ist ein Einhand. Ein zweihändiges Schwert, 22 bis 28 Schnittschaden. Ne, ich habe 33 bis 42 schon. Ja, gut, okay, das ist dann. So, ne, meine Rüstung ist besser. Meine Schuhe sind besser. Da haben wir. Okay. Alte Stoffschuhe der Feuerresistenz. Ah, okay. So, okay. So. Reden wir mal mit dem hier noch. Sprechen wir über Jakes Tod. Jakes Mörder ist in a word a tragedy. He was well loved in all of Sicily. The Council of Seven couldn't have wished for a better ambassador. That he of all people should have braved the undead siege for so long, only to be felled by foul sorcery, is heartrending. Tja, das mag wohl sein. Aber dann weiß ich jetzt nicht, was man da noch großartig machen könnte. Aber wir denken in der nächsten Folge darüber nach, was wir denn jetzt weiter tun, um dieser Sache endlich auf die Spur zu kommen. Vielleicht sollten wir uns auch mal noch um den sprechenden Kopf kümmern. Da müssen wir auch noch hin. Ja, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich doch, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst uns auch gerne mal ein Abo, ein Komment und einen Daumen hoch da. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.